Also im Prinzip bin ich grob gesagt für die Verwaltung der Lehrräume zuständig. Also dass quasi die Flächendaten aktualisiert werden, gepflegt werden in unserer Raumverwaltungssoftware. Aber ich muss natürlich auch gucken, wie die Situation vor Ort ist. Ich gleiche dementsprechend die Situation ab und genau, dadurch hat man so eine gewisse Abwechslung. Also man ist nicht die ganze Zeit im Büro, sondern ist dann auch frei hier am Rumlaufen und die Campusfläche ist da ziemlich riesig hier in der Uni Mannheim. Also ich organisiere Gesundheitskurse, Seminare, Check-ups, das heißt also das ganze Planungsausrum, Termine vereinbaren, Raum buchen, einladen, Teilnehmerlisten erstellen und das Ganze. Teilweise beraten wir Leute auch oder helfen denen dann, wenn es um Fortbildung geht. Was ich am coolsten finde an meiner Tätigkeit ist immer, dass es immer was Neues gibt. Es ist nie was Routiniertes und dass man mit so vielen Menschen eigentlich in Kontakt ist, mit verschiedenen Leuten, also sei es eine Sekretärin, sei es ein Professor. Und also dieses Kommunikative macht, finde ich, sehr viel Spaß. Die Zeit geht schnell rum. Also man macht eigentlich nicht den ganzen Tag das Gleiche. So, es ist recht unterschiedlich, was man alles in Aufgaben hat. Ja, also auf jeden Fall Homeoffice, die Option habe ich natürlich auch. In gewissen Maßen kann man es natürlich machen, wenn jetzt Begehungen vor Ort sind, Termine oder so. Vor Ort Termine, das ist natürlich nicht möglich. Und flexible Arbeitszeiten, ja, das sagen wir es mal so, das liebe ich an der Uni hier. Das ist sehr angenehm, wenn man zum Beispiel morgens einen Arzttermin hat, dann kann man ein bisschen später reinkommen. Dementsprechend ist das super, also auch was Work-Life-Balance betrifft oder so, hat man die Möglichkeit, auch dann früher Feierabend zu machen. Ich habe eigentlich recht viel mit Menschen auch zu tun, also auch hauptsächlich halt Kollegen. Aber ich mache es eigentlich ganz gerne, also ich helfe gerne Leuten. Macht Spaß, wenn man die Fragen beantworten kann. Es ist so bei uns wie eine kleine Familie einfach und das finde ich ja so das Tolle an der Uni oder an meiner Abteilung und die Sachen, die man auch macht, also die Arbeit, die man auch macht, wird auch wirklich wertgeschätzt und das motiviert einen auch immer, jeden Tag dann hierher zu kommen und sich zu arbeiten. Also das war einer der Hauptpunkte, warum ich auch her wollte, war die Atmosphäre. Bei uns ist es sehr kollegial und man hilft sich auch immer gegenseitig und ist angenehm. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo ich unglücklich wäre mit den Leuten den ganzen Tag. Die Sachen, die ich ja jetzt mache, habe ich mir alles erarbeitet und ich wurde auch gut eingelernt. Aber gerade für Quereinsteiger ist es überhaupt kein Thema. Einfach trauen, einfach sich bewerben und auf sich was auf Neues einlassen. Und genau, das kann ich nur jedem dazu raten auf jeden Fall.